So, wir fangen gleich hier mal an, damit man einmal kurz das Bild gesehen hat. Wir spielen den neuen Chabalonki-Skin, der jetzt für die Fußball-WM, FIFA, für die FIFA rausgekommen ist. Genau, wir schauen mal, wie der so ist, ob er uns gefällt und was er so kann, was sich ein bisschen verändert hat. Voice Pack habe ich, glaube ich, gar nicht. Nope, habe ich nicht. Sonst hätte man mal schauen können. Er wirbelt auf jeden Fall Schuhe. Rechts. Jetzt nicht mehr, jetzt ja. Jetzt nicht mehr, jetzt ja. Und er hat Fußballsachen an. Ja, das ist so eins der Neuerungen. Und er hat da auf seinem Dings da. So. Ein bisschen anders hört sich das auch schon an. Wenn man jetzt die 2 zum Beispiel macht, also das W, den Gift dort, dann hört sich das alles ein bisschen anders an. Ah, okay. Der schießt so kleine Fußbälle und die machen bum bum bum. Das hört sich witzig an. Normalerweise hätte ich meine 1 auch gleich mitskillen müssen. So. Dann kann ich die 1 nämlich anlassen. Vorne trennen sich dann die Attacken immer auf. Also die spalten sich immer und treffen dann links und rechts an der Seite die Gegner. Es geht jetzt auch eigentlich nur um den Skin selber. Das hat sich gut angehört. Das ist zum Beispiel ganz cool gewesen. Das war seine Ultimate. Das hört sich voll heavy an. Finde ich. Backhaul ist auch immer noch der gleiche. Also es verändert sich nicht wirklich viel bei den Skins. Außer, dass die ein paar andere Geräusche haben und das war's denn aber. Ich glaube, das ist auch ein Paket. Das sind die 2 Skins. Einmal noch mit einem Brasilien-Tico. Und dann gibt es noch einen Ward-Skin dazu. Also so ein Fußball. So ein Fuß, der die ganze Zeit einen Fußball kickt. Ja, die Auto-Hits machen schon viel Schaden. Oh, ich werde noch getarget, weil er noch Gift hat. Er hat noch ein Gift dort. Jeder Auto kostet Mana. Sieht man immer unten in der Leiste. Ich habe jetzt nochmal einen Bot eingeworfen, damit ihr das nochmal ein bisschen sehen könnt. Nochmal der Sound. Und dann das. So, das war's auch schon im Großen und Ganzen. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.